hast. Sollen das Paddel sein? Ja, das ist der Besen da hinten. Paddel, Sanduhr, Angelköder, Lineal. Ich hätte zwar 5 Hinweise, aber ich will es jetzt nicht alle raushämmern gleich wieder. Da war ein Paddel. Dann stehen wir nachher wieder da und haben keinen Hinweis zur Verfügung und es hängt wieder nur an einer Sache. Man will rumklicken. Nee, bringt auch nichts, kriegen wir ja Zeitstrafe. Angelköder. Kann das sein? nee, auch nicht. Sanduhr. So. Lineale Angelköder. Na, die werden wir doch auch noch finden hier. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich das Minecraft Let's Play aufhören will, ne? Ich kann euch beruhigen, ich höre es nicht auf. Ich meine, wir haben mittlerweile über 100 Folgen schon. Das wäre Wahnsinn, sowas abzubrechen. Ich werde das Let's Play natürlich weitermachen. Ich bin jetzt zwar auf der neuesten Version, auf der 1.6.4 ist das aktuell. ja, aber... Das auch nicht. Ah, ein Angelköder. So, lineal. Achtung. Ich werde das Minecraft Let's Play natürlich weitermachen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass nicht alle Mods da sind, die wir vorher hatten. Aber das kriegen wir auch auf irgendwie auf die Reihe. So. Ding, 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 ding. So. Fertig. Noch 10 Runden. Dann haben wir tatsächlich ein Let's Play komplett durch. Eins der wenigen, die wir wirklich komplett durchgespielt haben. So, was haben wir wieder? Ach, mein Lieblingsspiel. Da, Gnarf. So, ich will jetzt mal gucken. Krebse sind nämlich gerade gut vertreten. So viele wie möglich hier zusammenzukriegen von den. So. Plums. Zack. Ach so, jetzt haben wir da unten mal ein paar Krebse. Zack. Sehr schön. Und das 3 direkt mal freigeklöppelt. Zack. Sehr schön. Zweite Reihe. Gut. Läuft gut. So habe ich mir das vorgestellt, das Ganze. Dash, zack, da. Plums. Ach so, die oberste Reihe ist ja auch immer so ein Spiel, ne? Die da freizukriegen ist auch immer so ein kleines halbes Weltwunder hier. So. So. Jetzt haben wir nur 4, ich bräuchte aber 5. Verdammt, ist er weggerutscht. Das ist doch alles Sheet. Bullshit. Ich hasse diese Rätsel hier. Ach so. Jetzt haben wir da das scheiß Lämpchen hier. Ja gut, machen wir mal weg. Mal gucken, was sich Neues ergibt. Oh, guck mal. Oh, wir haben es sogar schon fast komplett gelöst. Sehr schön. So, und jetzt hängt es an 3 Feldern im Moment. Na, ist ja richtig knorke hier. Ist doch. 2 haben wir noch. So. Und nur noch 1. Sehr schön. So, und jetzt kriege ich natürlich hier nichts weit genug runter. Ah doch so. Na wunderprächtig. So. Die Hate Ashbury. Da waren wir ja auch schon ein paar Mal.
Der Summer of Love von Haight-Ashbury begann mit einer Versammlung, die den komischen Namen Human Be-In trug. Der Dichter Allen Ginsberg trat dort auf, um Timothy Leary gab mit folgendem berühmten Spruch den Ton an: Turn on, turn on, tune in, drop out. Ungefähr 20.000 bis 30.000 Menschen nahmen damals an dem Großereignis teil. Na, guck mal an. So, die Haight-Ashbury. Ach, die Hippie-Straße. Koffer, Spielzeug, Huhn, Seepferdchen. So, Münze. Münze, so. Erstmal die Münzen wieder alle sammeln, wie gehabt. Koffer, Spielzeug, Huhn, Seepferdchen. Spielzeug holen. Komm, wir mal Seepferdchen nehmen. Ja, das geht auch. Wo waren das? Spielzeugpferdchen, das. Spielzeugpferdchen. Das hatten wir doch auch schon ein paar Mal mittlerweile. Da. Ach, Seepferdchen. Ach, warte mal, wo war das denn? Boah. Das hatten wir aber auch schon. Nur weiß ich nicht mehr wo. Gießkanne, Clown, Roller Skates. Ja, ist klar. Gießkanne, Clown, Roller Skates. Also so Inliner dann, ne? Ach da. Okay. Koffer, wo war der denn? Der war doch hier auch irgendwo. Die Zeit wird immer weniger hier. Glühbirne, Musiknote, Hand. Eine Glühbirne. Eine Musiknote ist ja gar nicht so leicht zu finden. Hier ist alles zugeböllert. Diskette, Kleiderbügel und eine Schlinge. Das ging ja einigermaßen. Koffer, Seepferdchen, Glühbirne, Musiknote. Oh. Glühbirne. Seepferdchen. Die Musiknote. Ja gut, einen Hinweis kriegen wir ja. Ach, Alter. Einen Hinweis kriegen wir ja Minimum wieder in der nächsten Runde. Dann kann man, also einen können wir auf jeden Fall mal nehmen. Aber die Zeitmünzen werden wir. Also die Zeit wird immer weniger. Ich glaube, wir werden die bald doch noch brauchen. Gut, ich meine, fallen mir nicht umsonst so viele. Von daher, ja. Schauen wir mal. So, Runde 50 fertig. Wo geht's als nächstes hin? Peace, Bruder. Ach ja. So, weiter geht's. Oh, Puzzle. Puzzle mache ich immer noch am allerliebsten. Ah, die schiefe Straße wieder. Ich erkenne das schon. Es gibt die schiefe Straße. Da. Da. Ja, das gibt die Shepherd Street. So. Werden das hin? Da. Nee. Ach da. So. Na, aber dann ran doch was komplett fertig gebaut. Mit nur einem Eckstück. Kann auch nicht jeder hier. So. Ja klar, wenn du mal ein paar Teile zusammen hast, dann geht das immer schneller hier. So. Da.
Da du auch keine Strafpunkte kriegen kannst, wenn du mal Teile falsch setzt, ist es im Prinzip fast unmöglich, das nicht zu schaffen. Die Shepherd Street hier in Lombard Street. Genau. An der Lombard Street wurden wunderschöne Gärten angelegt, die die Kurven der gepflasterten Straße einrahmen. Sie wurden in den 40er Jahren von den Anwohnern begonnen und es wurden eigens dafür tausende von Hortensien aus Frankreich importiert. Die Gärten gehören heute der Stadt und werden liebevoll gepflegt. Das würde ich mir gerne mal live ansehen, die Lombard Street. Das muss sau cool sein. So, Hinweise wieder voll. So ein Hinweis, man kriegt ja nur drei auf einmal angezeigt. So eine Minze hätte ich gern, wo man sich drei auf einmal anzeigen lassen kann. Weil alle kriegen wir ja nicht angezeigt, das haben wir ja schon gelernt. So, Säge, Scheinwerfer, Wollknäuel. Ja, doch, ja. Scheinwerfer. Und das Wollknäuel. Keine Ahnung. Kamin, Parkuhr, Mikroskop. Mal da, da und da. Kopfhörer, Windmühle, Maske. Die Windmühle hatten wir doch auch schon. Ach da, guck mal fort. Hallo, du hast eine Windmühle. Jetzt wieder was anderes auf einmal, ja. Naja gut, ich wundere mich über gar nichts mehr. Stuhl, Schmetterling, Flugzeug. Ach, wird ja immer besser. Schmetterling und Flugzeug. Da hinten ist die Mühle. Da ist noch ein Schmetterling. Flugzeug, da ist der dritte Schmetterling. Na, das ging ja recht fix. Kopfhörer, Wollknäuel. Ja, und da verließen sie ihn. Okay. Ich meine, wir haben zwar wieder alle fünf Hinweise voll, aber ich will jetzt nicht immer zwei, drei Hinweise raushämmern. Kopfhörer. Bei einem ist das okay. Okay, dann hätte man sehen können. Gebe ich zu, ja. So. Runde 51 fertig. So. Ding, 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 ding. Huch. Na komm, zähl schneller hier, so. Okay, zacki. So. So, weiter geht's. Ach, wieder Bilder raten. Ich freue mir einen Ast hier. Okay, so. Kann dir der Apfel. Blümchen. Da. Dette und Dette. So. Jetzt kommen immer Dinge, wo hier gar nicht da sind. Das hier. Und der Apfel. Hilfe. Da. Kamm. So. Die Farbpalette, Malerpalette. Da oben, aber ist die falsche da. So. Ja, wir kriegen es noch zusammen hier. So, da und da. Da sind die zwei Vögel. Da unten. Ah, guck mal. So, Blümchen, das. Das hier, so.
Ah, verdammt, wieder der mit dem Pausbäckchen hier. Ah, jetzt einer mit Schwarz. Oh, jetzt haben wir nur noch 6 Fehler. Jetzt müssen wir natürlich ganz aufpassen hier.